Was ist das für ein dekadentes Staatsverständnis, dass Steuererleichterungen für den Normalbürger ein Geschenk des Staates sind? Der Steuerzahler schenkt dem Staat etwas Geld und nicht umgekehrt, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich sage ausdrücklich, wir wollen Wort halten. Wir haben der Bevölkerung Steuersenkungen versprochen. Und der Umfang und die Schritte dieser Steuersenkung werden, wie vereinbart in der Koalition, nach der realen wirtschaftlichen Entwicklung im ersten Halbjahr 2010 und nach der Steuerschätzung im Mai 2010 getroffen. Wir haben uns beraten und haben festgestellt, es ist erkennbar, die Bundesregierung durch die FDP bedingt, wird meiner Benennung nicht zustimmen. Wollen wir das weiter schmoren lassen oder wollen wir versuchen, die Stiftung qualitativ aufzuwerten und dann meinen Rücktritt, also meine Präsenz in der Stiftung gar nicht mehr erforderlich sein zu lassen. Denn wenn mehr vertriebene Mitglieder jetzt im Stiftungsrat sind, dann muss ich nicht unbedingt den BDV vertreten, weil die Breite besser abgedeckt wäre als bisher. Frau Steinbach hat ein honoriges Angebot vorgelegt. Westerwelle ist jetzt gefordert, möglichst schnell auf dieses Angebot zuzugehen, diesen ausgestreckten Arm zu nehmen. Ich glaube, dass man den Bund der Vertriebenen nicht weiter zumuten kann, dass man hier eine Blockadehaltung von Seiten der FDP mit einnimmt. Es wird jetzt endlich Zeit, dass deutsche Interessen in den Vordergrund gestellt werden und nicht andere Überlegungen. Das Fazit ist, die US-Regierung hatte genügend Informationen, um den Anschlag vom Weihnachtstag aufzudecken und möglicherweise zu verhindern. Aber die Geheimdienste haben darin versagt, die Informationen zusammenzufügen, die ein Flugverbot für den Verdächtigen bedeutet hätten. Es war also kein Versagen beim Sammeln von Informationen, sondern ein Versagen darin, diese auch zusammenzufügen. It was a failure to integrate and understand the intelligence that we already had. Antiterrorismusbeamte prüfen und ergänzen fortlaufend unsere Listen von Terrorismusverdächtigen. Dazu gehört auch, Individuen auf eine Flugverbotsliste zu setzen. Unseren Untersuchungen zufolge ist unser Listensystem zwar nicht defekt, aber das Versäumnis, Abdul Muttalab auf die Flugverbotsliste zu setzen, zeigt, dass das System verbessert werden muss. Dass der Arbeitsmarkt in Deutschland sich im Krisenjahr 2009 auch im internationalen Vergleich gut gehalten hat, sich besser als sein Ruf erwiesen hat. Er ist anpassungsfähig. Die befürchteten Entlassungswellen sind bisher ausgeblieben. Die Betriebe reagieren mit einer sehr hohen internen Flexibilität. Der Einschätzung auf dem Arbeitsmarkt, dickes Ende, wär eine schlechte Botschaft. Es wird aber zwangsläufig zu einer Steigerung von Arbeitslosigkeit führen, weil Kurzarbeit in diesem Maße über so lange Zeit einfach nicht finanziert werden kann. Firmen werden, die das nicht mehr finanziell schaffen, mit ihrer Eigenkapitalbasis entlassen müssen. Die Produktion ist doch sehr stark abgestürzt, sodass es auch erstmal einige Zeit dauert, bis wir das wieder aufholen. Von daher kann die Beschäftigung nicht in dem Umfang gehalten werden, den wir jetzt noch haben. Wir erwarten einen Anstieg der Arbeitslosigkeit ungefähr auf etwas mehr als 4 Millionen. Das ist aber dann, sagen wir mal, immer noch verhalten, wenn man den Produktionseinbruch in Rechnung stellt. Das Problem ist hier, dass die Bankkunden derzeit gar nicht erfahren, ob ihre Karte betroffen ist und wenn ja, in welcher Funktionalität sie eingeschränkt ist. Darüber geben die Banken schlichtweg keine Auskunft. Das ist ein Skandal. Die Öffentlichkeitspolitik ist desaströs.